Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt unfassbar gute Neuigkeiten und die möchte ich euch gleich hier mit einem Voice-Over mitteilen. Da tue ich gar nicht lang rum, da wird nicht lang gefackelt. Wir erinnern uns an die Meldung, dass im der Bereich der Elektromobilität das Laden immer teurer wird und sich, wie wir hier sehen, auch ADAC und EnBW trennen und damit dieser Tarif für 51 Cent pro Kilowattstunde in dem EnBW-Schnellladenetz, das ja an sich wirklich ziemlich gut ausgebaut ist, ja, das fällt weg. Also keine 51 Cent mehr, sondern es wird teurer. Ich habe eine perfekte Alternative für euch und da kommt mal wieder Electroverse ins Spiel, liebe Freunde. Ich bin unfassbar begeistert, ich kann es kaum fassen, weil das, was ich immer prophezeie, ja, findet jetzt wieder statt. Und zwar können wir das EnBW-Schnellladenetz. Und da sehen wir gleich hier, da steht was von über 600.000 Ladepunkten. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das für alle 600.000 Ladepunkte gilt, aber in Deutschland gilt's. Und zwar könnt ihr über die Electroverse-App, ja, für 49 Cent die Kilowattstunde ab jetzt laden bei EnBW im Schnellladenetz. Und das ist natürlich eine geile Neuigkeit, weil es sogar günstiger ist als vorher. EnBW zusammen mit dem ADAC, was das gekostet hat. Also ich finde es eine richtig gute Nachricht. Wir sind leider noch nicht bei den 41 Cent, die wir früher mal hatten bei CityWatt. Aber immerhin, wir sind günstig und ich sage, ich bleibe bei meiner Meinung, dass Electroverse eine hervorragende Backup-Ladekarte und Lade-App ist. Denn hier gibt es einfach immer mal wieder Aktionen. Wir mussten jetzt ziemlich lang warten auf die Aktion. Ich glaube, wir warten seit 3 oder 4 Monaten. Wir haben mal eine Zeit lang kostenlos bei Allego geladen, im Dezember und Januar zum Jahreswechsel. Und das war natürlich der Hammer. Und jetzt immerhin springt hier Electroverse genau in diese Nische, die quasi ADAC und EnBW hier schlagen und deckt die ab. Für alle Tesla-Fahrer, es bleibt natürlich am günstigsten, am Tesla Supercharger zu laden momentan. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist eine unfassbar gute Alternative. Und Freunde, schaut euch das an. Wir können hier einmal die Karte aufmachen und wir sehen hier quasi alle, ja, Lademöglichkeiten, die wir mit Electroverse haben. Also es sind unheimlich viele. Und da müssen wir einfach Rosinenpickerei betreiben und uns das heraussuchen, was einfach am günstigsten ist. Und weil ich jetzt natürlich aus der Region München komme, die muss ich jetzt hier mal schnell suchen und finden. Da sind wir in München. Ja, kenne ich natürlich in München. Vor allen Dingen, ich komme aus dem Münchner Westen. Und da schauen wir uns das einfach mal schnell an. Wir haben hier bei Germering an diesem Hagebaumarkt eine EnBW 50 kW-Ladesäule und ihr seht, wir zahlen hier 49 Cent pro Kilowattstunde über Electroverse. Das ist wirklich cool. Das gilt aber nicht nur für diese 50 kW-Ladesäulen, sondern das gilt auch für die schnelleren. Und da haben wir zum Beispiel hier drüben bei Eichenau, seht ihr, wir haben hier eine 300 kW-Säule und zahlen 49 Cent mit Electroverse. Jetzt kommt das, was noch zusätzlich richtig cool ist. Wenn ihr euch jetzt hier anmeldet, ist die Anmeldung sowieso kostenlos, die App ist kostenlos und im Moment gibt es immer noch eine kostenlose Ladekarte. Ja, woanders zahlt ihr gerne mal 10 Euro für so eine Ladekarte, hier ist es kostenlos. Ihr müsst kein Abo abschließen, das Ganze ist frei. Also wenn ihr euch die Karte besorgt, die kostenlose, müsst ihr niemals laden. Wäre vollkommen wurscht, ja, aber es ist eine super Backup-Karte. Und wenn ihr euch noch dazu mit einem Link von einem Freund anmeldet, könnt ihr 5 Euro Startguthaben bekommen und euer Freund bekommt auch 5 Euro Startguthaben. Noch dazu geschenkt on top. Also meine Empfehlung, ich finde, dass praktisch kein Elektroautofahrer hier drumherum kommt, sich bei Electroverse, also Octopus Energy, anzumelden, sich die Ladekarte zu holen, die 5 Euro Startguthaben mitzunehmen, wenn ihr das zum Beispiel über meinen Link macht. Den Link setze ich euch gerne in die Videobeschreibung und zusätzlich noch in die Kommentare, dass ihr es ja nicht überlesen oder übersehen könnt. Ja, und dann ladet ihr für 49 Cent im EnBW Hypercharger Netz, wie es so schön heißt, ja. Also macht es auf alle Fälle. Die 5 Euro werden gut geschrieben nach eurer allerersten Ladung. Egal wie hoch die Ladung ist, auch wenn ihr nur 2 Sekunden ladet, bekommt ihr die 5 Euro gut geschrieben. Ja, Freunde, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Elektromobilität ist nicht tot. Ja, ich feiere das immer noch komplett. Woran wir jetzt denken müssen, ist, dass wir, falls wir mit ADAC und EnBW diesen Tarif genommen haben in der Vergangenheit für 51 Cent pro Kilowattstunde und Autocharge aktiviert hatten in der App. Ja, Autocharge bedeutet ja quasi, dass wir am
ENBW-Lader stehen und einfach nur den Ladeanschluss ins Auto stecken und sonst nichts mehr freischalten müssen, dann würde ich das jetzt deaktivieren. Also denkt dran, das zu deaktivieren, sicherheitshalber, damit ihr, wenn ihr euch an so eine ENBW-Ladesäule stellt, nicht aus Versehen das Kabel einsteckt und dann ladet ihr zum teuren Tarif und nicht hier über Electroverse. Also erst die Ladesäule mit Electroverse freischalten, entweder mit der kostenlosen Ladekarte oder über die App, dann anschließen und laden. Oder ihr schließt auch als erstes an von mir aus, aber dann müsst ihr, wie gesagt, bitte Autocharge deaktivieren, daran unbedingt denken. Ja, ich werde jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal bei ENBW laden, das Ganze nochmal ausprobieren und testen. Ich bin auch schon lange bei Electroverse Kunde. Ich war übrigens auch mal bei denen in der Europazentrale in München. Da gibt es auch ein Video dazu, das könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen. Da habe ich mir die Räumlichkeiten angeschaut und so weiter. Das Ganze ist ein seriöser Laden, der in der Vergangenheit schon so ein bisschen technische Probleme hatte, die er aber entweder gelöst hat oder zumindest sehr kulant für uns Kunden gehandelt hat. Das heißt, wir haben dann, wenn die zum Beispiel eine falsche Abrechnung geschickt haben, haben wir sogar noch 5 Euro Ladeguthaben on top bekommen als Entschuldigung sozusagen dafür, dass da was schiefgegangen ist. Ich hoffe, dass Electroverse daraus gelernt hat. Übrigens, beim Kontakt, ich stehe mit Electroverse ja grundsätzlich im Kontakt. Und damals bei meinem Besuch wurde schon angekündigt, angekündigt wurde mir durch die Blume gesagt, dass es schon sein kann, dass man auch mit großen Partnern zusammenarbeitet. Und dann habe ich gedacht, naja, oder gesagt zu meinem Kontakt, naja, aber jetzt zum Beispiel ENBW, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hat er gesagt, na, wir schließen da gar nichts aus. Und ganz ehrlich war das im Endeffekt eigentlich die Ankündigung für das, was jetzt passiert. Ich konnte das natürlich nicht glauben und nicht fassen. Ich habe gedacht, niemals, es gibt ja den ADAC-Tarif und so weiter. Aber wahrscheinlich war damals schon klar, dass die sich trennen werden. Also sagen wir mal, in Insiderkreisen war das bestimmt schon bekannt. Und mal so eine Trennung geht ja nicht von heute auf morgen, sondern da gibt es Verträge, die gekündigt werden müssen. Ja, und dann sucht natürlich ENBW unter Umständen andere Partner. Und es kann durchaus sein, dass man damals mit Electroverse auch schon in Kontakt stand. Also für mich eine coole Nummer, weil ich sagen kann, dass ich persönlich hier schon ein bisschen Vorinformationen hatte eigentlich diesbezüglich, aber ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Jetzt schauen wir uns übrigens hier nochmal einen großen Ladepark an, hier bei Unterhaching im Münchner Süden kann man glaube ich sagen. Und das ist meines Erachtens der hier. So, da haben wir 14 Ladestationen mit 300 kW Ladern und überall 49 Cent, Freunde. Schaut euch das an. Also für jeden, der gerne bei ENBW lädt oder der das als Backup gerne haben möchte, meldet euch an, holt euch die kostenlose Karte, nehmt die 5 Euro Startguthaben mit und behaltet das Ding als Backup und behaltet es im Auge. 49 Cent die Kilowattstunde beim Schnellladen. Ihr seid besser dran, als wenn ihr mit dem ADAC-Tarif ladet. Also Freunde, gebt Gas, ich hau das Video jetzt raus auf die Schnelle. Ihr müsst informiert sein in den nächsten Tagen. Wie gesagt, werde ich mal zum Laden fahren, wahrscheinlich hier bei Unterhaching. Möchte mir den Ladepark mal anschauen und einfach eine schöne Ladekurve am Schnelllader aufzeichnen können. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, diese schnelle Information für euch, wie ihr Geld sparen könnt. Abonniert unbedingt meinen Kanal. Ich hau alle Infos raus, die ich habe. Alles, was ich weiß, gebe ich euch. Und bei Electroverse habe ich, wie gesagt, auch ein bisschen Insider-Informationen. Auch wenn ich jetzt nicht der Allererste bin mit dieser Meldung. Aber ja, es wurde mir eigentlich schon vor ein paar Monaten mal angekündigt. Nur ich konnte es nicht so wirklich realisieren oder glauben. Und kommentiert meinen Kanal, läutet die Glocke und würde mich auf jeden Fall freuen. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Euer Big O Electrify. Macht es gut. Ciao, ciao. Servus.